Liebe Fonny, ist euer Steinwallen. Wir sind mit Arthur in Shady Bell, in diesem heruntergekommenen Herrenhaus. Und es sieht schon ziemlich, ziemlich heruntergekommen aus. Nun gut, die Bande ist erst vor kurzem hierher gekommen, ein, zwei Tage. Insofern sieht es dafür wiederum schon wieder ganz wohnlich aus. Mal gucken, ob sie noch ein bisschen was aufräumen. Ich hatte ja das letzte Mal so ein bisschen rumgewundert, was wir als nächstes machen. Es gab ganz viel Neues, ganz viele Optionen. Und während Arthur hier bis in den Morgen noch ein bisschen geruht hat, hat irgendjemand ihm auf seinen Tisch einen Brief gelegt. Und den wollen wir uns natürlich jetzt erstmal anschauen. My dear Arthur. Oh, Mary hat geschrieben nochmal. I hope this letter finds you well. I wanted to thank you for your help with Jamie. He and Daddy are still arguing, but I understand that Jamie is thinking about going back to college. Whatever happens, I believe you saved his life and we are all truly grateful. Oh, Arthur, I have made such a mess of my life, time and again. Why can I not change and be the woman I want to be? Why couldn't you change and be a man and put down all those fantasies that shroud your judgment? Life is very confusing, and I see now that I am not very good at it. I'm afraid we've got ourselves into another mess. It's not my fault, but I need your help. I'm staying at the Hotel Grand in Saint Denis. Oh, Arthur, I know it is wrong to ask you, but I have nobody else, and for what we once had together, I beg of you. Even though I am ashamed to do so. Yours, Mary. Okay, Mary hat uns also nochmal kontaktiert. Und da spricht irgendwie doch noch eine große Wärme. Vielleicht noch eine verblassende Liebe aus diesen Zeilen. Und ein paar ganz interessante Formulierungen, wie ich finde. Auf jeden Fall eine große Melancholie. Irgendetwas, ja, bereut sie. Sie hat es ja auch ausdrücklich formuliert. Sie wünschte, sie könnte die Frau sein, die sie sein will. Sie hat Fehler gemacht. Welche das sind, wird nicht klar. Aber sie formuliert auch ganz klar, dass Arthur auch Fehler gemacht hat. Was hat sie da nochmal genau geschrieben? Sie hat geschrieben, warum konntest du kein echter Mann sein und all die Fantasien vergessen, die dein Urteilsvermögen vernebeln? Also das, was Arthur meiner Meinung nach ausmacht oder diese Sehnsucht, die er hatte, vielleicht noch hat, die sind aus ihrer Perspektive Fantasien. Tja, sind es Fantasien? Ist er sozusagen ein Kind geblieben? Ist er nicht zum verantwortungsbewussten Mann gereift, der sozusagen dann mit Mary vielleicht auch zusammenkommen kann? Vielleicht schmerzt das Arthur auch, ich weiß es nicht. Gut, das ändert jetzt ein bisschen die Situation. Ich wollte ja eigentlich irgendwelche Abenteuer jetzt erleben mit Uncle oder so, auf Viehdiebstahl zu gehen, aber ich glaube, Arthur muss jetzt einfach dorthin und Mary helfen. Ja, gut, das machen wir also als nächstes. Wir gucken kurz, ist das als Mission drin? Ja, es ist alles klar. Also, wir werden wieder nach Saint-Denis, nochmal nach Saint-Denis zurück. Klar, wir werden sicher noch öfter dahin kommen. Und bevor wir das machen, werde ich aber kurz nochmal hier, oh, was heißt kurz, ich werde mir die Villa nochmal angucken bei Tageslicht und auch draußen das Lager. Wir haben das noch gar nicht richtig gesehen. Hier wollte ich kurz rein. Oh, hier schläft Abigail und Jack. Alles klar, hier wollen wir nicht weiter stören. Es ist noch sehr früh am Morgen, muss man dazu sagen. So, was haben wir hier hinten? Da ist die Kasse. Das könnte also sein, dass das hier gewissermaßen das Chefzimmer ist. Dutch, der sich hier aufhält. Wir gucken mal ins Buch rein, ob wir noch was Neues möglicherweise kaufen können. Weil wir jetzt im neuen Lager sind, könnte es ja sein. Ich würde mal sagen, wir füllen direkt nochmal auf alles, was geht. Hallo? Warte mal. Ah, okay. Aber es sieht so aus, als ob hier nichts mehr irgendwie zu kaufen ist. Nee. Alles schon erledigt. Hier kommt nichts Neues mehr hinzu. Affe, nicht über den Tisch springen. Gut. Hier waren wir neulich oder in der Nacht schon mal drin. Ich glaube, das ist der Raum von
Dutch und Molly, ne? Genau, und Dutch hat sich dann gleich den Nebenraum auch reserviert. Und wir haben, wo gehe ich hin? Wir haben zusammen mit John und Abigail die Ehre, gewissermaßen in der ersten Etage mit Dutch zusammen dort zu pennen. Jetzt frage ich mich, wo ist Hosea, wo ist Micah eigentlich? Mal gucken. Gut, Sadie fummelt hier rum. Okay, hier schläft Karen. Und noch irgendeiner von den Mädels. Karen werden wir mal nicht wecken. Die hatte sicher auch eine lange Nacht hinter sich. Und oh, what is it? Morning, dear. Ja, leg dich nochmal hin. Das war echt eine harte Nacht. So, und hier in der Ecke sitzt Molly, die ist, glaube ich, ziemlich verzweifelt. Hell of a morning. Oh Mann. Nach dem Streit mit Dutch schon wieder. Miss O'Shea. How are you doing? I'm fine. Naja. Okay. Folks are worried about you, that's all. I need to be alone. Das kann ich mir vorstellen. Nun gut, okay. So, das ist das Vorzimmer. Das sieht ja wirklich noch ganz repräsentabel aus. Aber langsam könnte man hier auch mal aufräumen, finde ich. Und das ist das Treppenhaus. Und dann haben wir hier noch einen Raum. Okay, hier ist auch ein Bett drin. Irgendjemand pennt hier auch. Hier ist eine Notiz. Kennen wir die schon? Ich weiß das gar nicht. Zeitungsausschnitt. Habe ich ja schon vergessen. Zeitungsausschnitt aus dem New England Examiner von 1877. Verbrecher aus Gefängnis entkommen. Zwei Verbrecher sind gestern am helllichten Tag aus dem Gefängnis in Kettering, Ohio, ausgebrochen. Dutch Van der Linden und Hosea Matthews wurden nach einer Reihe von Trickbetrügereien, die sich in den letzten Wochen in der Stadt ereigneten, festgenommen. Die Männer, die sie als internationale Händler ausgaben, betrugen 12 hiesige Männer und Frauen um etwa $300 mit Hilfe von Aktienanteilen einer erfundenen portugiesischen Transportgesellschaft. Es ist noch nicht bekannt, wie sie fliehen konnten. Sheriff Carmichael, der gefesselt und entkleidet in ihrer Gefängniszelle aufgefunden wurde, verweigert jeden Kommentar, außer dass er sich fürchterlich erniedrigt fühle. Die zwei Männer befinden sich immer noch auf freiem Fuß und jeder, der Informationen über ihren Aufenthalt hat, ist dringlich angehalten, umgehend die Behörden zu informieren. Kommt mir irgendwie unbekannt vor, kann aber gut sein, dass ich es vergessen habe. Aber interessant, das ist die Keimzelle gewissermaßen der Bande. Dutch und Hosea. Vor 22 Jahren. Und hier haben wir ein Bild vom jungen Dutch. Mit seiner Bessie. 1800, wann? 83. Okay, da gab es also vielleicht die Bande schon. Das ist ein Krimi. Okay, alles klar. Hier pennt also Hosea auch im Haus. Interessant. Ja, und da haben sie angefangen mit Trickbetrügereien und haben keine Sheriffs umgebracht, sondern sie irgendwie listig, witzig gefesselt. Das ist so die Entwicklung, ne? Okay, also, da haben wir den Sumpf. Da hinten sitzt irgendwo Mr. Strauss, wartet auf uns, dass wir mit ihm sprechen. Das machen wir aber noch nicht. Da ist Hosea. Morgens jetzt hier schon draußen. Aber seinen Job werden wir auch noch nicht erledigen. Wir gucken hier einmal rum, bevor wir in die Stadt reiten. Okay, da haben wir diesen befestigten Pavillon. Nichts weiter auffällig. Pearson sitzt schon am Feuer. Der hat es ja auch wirklich krachen lassen. Hier pennen die anderen. Charles macht Feuer. Oh, my head is pounding. Na, das kann ich mir vorstellen. Okay, und Swanson ist tatsächlich noch besoffen. Vielleicht hat er erst später angefangen. You okay, Charles? Yeah. You did good getting the boy back. On the pass now. Na gut. Hello. Why did I drink that much? Okay, überall so Katerstimmung. Ist auch ganz witzig. So what do you think of this place? You folks sure move around a lot. Yep, that's how it goes. Okay, I'll catch you later then. Sure. Wer liegt hier unten? Ist das Onkel? Ja. You awake? What's going on?
Na, alles klar. Ich lasse dich erstmal auspennen. Ja, mache ich. Okay, Abigail ist auch aufgestanden. Sure is nice seeing the kid back around. I don't know if I could have gone on much longer. All in the past now. Anyway, I won't disturb you. All right then, Arthur. Okay, das ist der Hund, das ist der Medizinwagen. Alles an seinem Platz. Hier ist Mary Beth, die hat auch irgendwas. Das ist auch interessant. Das werden wir sicher auch demnächst machen. Arthur? Interessiert mich zumindest. Gut, also hier können wir vielleicht einen Kaffee trinken. Nee, doch können wir. Ah klar, alles klar. Super, lass uns den Kaffee trinken. Nach dieser heftigen Nacht haben wir das echt nötig. Und dann müssen wir natürlich noch was essen und dann geht's los. Schöner warmer Kaffee, sehr schön. Ah, verschlürft richtig. So, dann schauen wir mal, was wir noch an Vorräten haben. Wird langsam knapp hier. Wir haben nur noch 2 Schweinefleisch, Leute. Wir müssen mal wieder irgendwas jagen und brutzeln. Halt, wir haben noch sehniges Fleisch. Wir können tatsächlich brutzeln, sehe ich gerade. Dann sollten wir das demnächst mal machen. Unterdessen werden wir noch was essen. Und zwar, was nehmen wir hier? Wir sind schon wieder oben. Also uns mangelt es ein bisschen an Kleinigkeiten zu essen. Gesalzene Innereien nehmen wir im Notfall auch immer mal gerne morgens. Na gut, dann lasst uns los. Okay. Hey there. So, Scotch wartet hier schon auf uns. Vielleicht wäre es ja mal eine Überlegung. Warte mal, wo können wir hier die Pferde rufen? Vielleicht wäre es mal so eine Überlegung, wenn wir jetzt schon... Ah, da vorne ist die Pferdestation. Wenn wir jetzt schon mit Mary zusammentreffen... Ja, ich glaube, wir machen mal Folgendes. Wir holen Isabella mal her. Wir geben jetzt mal ein bisschen an. Vielleicht, ich glaube, Arthur ist jetzt ein bisschen eitel, ist er schon. In dieser Hinsicht. Und ich denke, das ist für ihn tatsächlich mal ein Anlass. Und das wird, glaube ich, so einige Zuschauer unverständlicherweise freuen, dass wir mal zum Barbier gehen. Ich denke, also wenn es einen Moment gibt, wo Arthur sich mal die Haare schneidet, dann ist es dieser. Okay, Isabella. Lange nicht gesehen. Kriegst erstmal ein bisschen Heu oder auch einen Zuckerwürfel, was auch immer. Apfel ist am Start. So, striegeln können wir wahrscheinlich nicht. Doch, können wir auch. Wobei sie ja natürlich blitzeblank aussieht. Aber egal. Die Verbundenheit steigt und wir machen uns auf. Yep. Wir machen uns auf zu... Obwohl, den Weg, glaube ich, den kriege ich auch so hin. Auf nach Saint-Denis zu... Erstmal zum Barbier. Erstmal zum Barbier. Dann vielleicht sogar... Ja, heute ist eine kleine Revolution angesagt. Dann vielleicht sogar zum Schneider. Denn, ja, das Hemd ist schon ganz okay. Aber... Naja. Man kann vielleicht auch noch irgendwie eine Weste oder so rüberziehen, ohne es zu übertreiben. Ich habe geguckt in unserer Garderobe, da gibt es nicht so richtig was einigermaßen Repräsentatives. Insofern, ja, machen wir das jetzt heute mal. Was ist los mit dir? I got away, but they got my wife. Please, mister. You gotta do something. Na los, komm, da helfen wir. Where is she? It's a sack down in the swamp by the water. Okay. Go on, see if you can find the law. I'll do what I can. Okay, das ist bei uns auf der Ecke. Warte mal, wir müssen gleich mal hier unsere Bewaffnung klarstellen. Nicht, dass es gleich hier richtig losgeht. Ja, wir helfen doch schon. Beruhig dich mal langsam. Ja. Wo ist da eine Hütte? Da? Oh Gott. Aber da kommen wir so nicht einfach hin. Ne? Wir müssen mal den Weg folgen. Ich will jetzt nicht direkt durch den Sumpf reiten. Gerade jetzt, wo wir Isabella dabei haben.
Okay. Oh mein Gott. Oh, please, please. Echt, zwei Vergewaltiger. Ja. Sorry I weren't here sooner. Oh, thank the law you showed up when you did. You saved my Anna. Christ, what a mess. Yeah. Would you please get them out of here? I can't stand to touch them. And I don't want to rotten indoors. Naja, wir tragen auch noch die Leichen nach Haus. Können wir gerne machen. Na, besser wäre vielleicht doch die Schrotflinte gewesen. So haben wir auch noch irgendwie einen Schuss abbekommen, aber es geht schon. So, die werden wir wohl im Sumpf hier. Was macht Isabella da schon? Die wieder? Die ist auch ein unruhiges Pferd, ne? Schmeißen wir sie ins Wasser her, oder? Komm, die Krokodile. Rein mit dir. Zwei Pferde hier draußen auch noch. Die arme Frau zittert noch völlig. Aber sie ist auch ganz schön fordernd irgendwo, ne? Der hat gar nichts bei sich gehabt. So, dann würde ich sagen, fällt mir gerade ein, wir können ihn doch auch hier rausschmeißen. So, geht's doch auch. Weg. Ob ihr das so gefallen wird, weiß ich nicht. There's some money I put away in the sack there. It ain't enough, but please take it. Hm, das ist ja sehr freundlich. Und ich sehe hier noch ein bisschen Waffenöl, würde ich auch gern haben. Aber, naja, lassen wir mal. Wo, was, wie, in welchem Sack? In dem Getreidesack? Ah, das ist ja auch ein gutes Versteck. Respekt. Alles klar, $50. Meine Herren. Die ist ja wirklich richtig reich, so. You're all right now, ma'am. It's over. Let's hope my Horace found another guardian angel like you. Ja, der Typ hat ja nun lauthals um Hilfe gerufen und hat sie ja gewissermaßen auch mitgerechnet, gerettet. Ich denke, der wird schon klarkommen. Wollen wir hier nochmal reinschauen? Oder flippt das Pferd dann wieder aus? Ah, gesalzenes Rindfleisch. Das ist ja sehr erfreulich. Das ist genau das, was wir gesucht haben. Ein bisschen was zu essen nebenbei. Ein Goldnugget und ein angebrochener guter... Wow! Okay, ich glaube, ich muss die andere Satteltasche auch nochmal durchsuchen. Ich bin halt mal so ein bisschen nachlässig bei den Satteltaschen, aber... Kekse auch noch dabei. Perfekto. Okay, weiter geht's. Nach Saint-Denis. Das ist ja hier unser eigentliches Ziel. Oh, wir hätten ja auch direkt hier vorreiten können. So, wo ist Isabella jetzt hin? Da hinten. Okay, gehen wir entgegen. Boah, wie schnell sie ist, ne? Come on, girl. Ist schon ein schönes Pferd. Ein bisschen klein. Ein bisschen wie so ein Pony, so vom Antlitz. Da hinten ist noch eine Hütte. Ah, die Gegend müssen wir nachher noch mal ein bisschen genauer... Guck mal, hier ist das ein Mini-Alligator. Habt ihr das gesehen? Aber ich glaube, zubeißen kann er auch. So, jetzt wird bereits gemerkt, ob wir den Typ nochmal treffen. Dass wir ihm erzählen konnten, dass er beruhigt wieder nach Hause kann. Und wir müssen hier, jetzt geht es wie gesagt nach Saint-Denis, aber wir müssen echt hier diese Gebäude hier auch nochmal durchsuchen. Hier gibt es noch ein paar interessante Ecken. So, auf geht's jetzt. Erstes Ziel Barbier, dann Schneider.
später haben wir es 10 Uhr erst. Ob diese Mühle, die sieht auch total abgefragt aus. Das ist auch nochmal ein ganz interessantes Objekt. Oder ist das eine Ziegelei oder sowas? Warte mal, das gucken wir uns auch nochmal an. Ich markiere mal ein paar Sachen, die wir uns jetzt hier wieder genauer nochmal anschauen wollen. Dieses ganze Gebiet hier finde ich auch nochmal super interessant. Hier waren wir jetzt teilweise, da war diese Hütte, aber mir war so, als hätte ich hier auch noch eine andere Hütte gesehen. Also das Gebiet müssen wir auch nochmal erkunden. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Okay. Aber erstmal weiter. Yep. Warte mal, da unten sind so Abwasserrohre und das ist hier auch nochmal so ein ganz interessantes Gebiet. Schon mal das nächste, was ich markieren will. Das gucken wir uns auch mal an. Und da ist schon wieder was Neues. Aber nein, jetzt bleibe ich mal konsequent und wir werden als nächstes erstmal zum Barbier reiten. Was hat er eben rumgemutzt? Ach so, weil wir so blutig sind, oder was? Ach du Schreck, so können wir ja gar nicht. Oh mein Gott. Die Leute lästern alle über uns, oder? Weil wir die Leichen getragen haben, ist das hier jetzt nicht schicklich. Weil die Warte mal. Ist das schon wieder... Nee, das ist ein anderer Typ, ne? Das war aber nicht diese Geschichte. Lass uns kurz mal hier gucken, was für eine Broschüre der hier hat. Take a pamphlet, please. I want you to be safe. Sind das wieder die Kelonia? Sind das wieder die Schildkrötenleute? According to the great teachings of our master, this land is our heaven. And the two oceans are our shells. It is only here that we can truly be ourselves, where man can find his place in heaven. This is Chelonia, the one true American's religion, the one true Bible that was handed down 100 years ago, this year, to our prophet from above. Von da oben? Also, dass wir die nochmal treffen werden, das hätte ich nicht erwartet. Hello, sir. Can I interest you in Chelonianism? I don't know. Can you? Well, I hope so. It is a fascinating religion that was taught to a very wise master about 100 years ago in a land not very far from here. Take a book, please. Na los, wir nehmen auch diese Broschüre. Okay. You've made a wonderful choice. It is a religion of safety. A religion made by gods who understood what life is. Not what life could be, but what it is. And it is very dangerous. But with Chelonianism, it can be safe. Well, it's all in this book. Am I boring you? A little. Ist einfach eingeschlafen. Have a wonderful day. Das ist schon ein bisschen skurril. Affe sagt sonst immer irgendwas. Aber hier hat er gar nichts gesagt. Hat ihn nur so ganz ganz verwirrt angeguckt. Verständnislos. Aber das ist auch ein schöner Ort hier. Schaut mal diesen Baum an. Das ist ja der Wahnsinn. Embrace your protector. Gut. Aber wir verschwinden hier wieder. Isabella ist tatsächlich hier in den Park gegangen. Also das ist ein ungehöriges Pferd. Ich will bloß ganz kurz mir mal das Flugblatt angucken. Was da noch steht.
Umdrehen können wir es auch noch. Das ist ein ganz langer Text, Leute. Oder? Wir gucken mal kurz. Tatsächlich. Das ist mal was für einen langen Abend. Hier, der Typ, der regt sich schon auf. Dass wir hier in den Rabatten mit dem Pferd unterwegs sind. Die Lady ist auch schon ganz entsetzt. Okay, also das ziehen wir uns auf jeden Fall nochmal rein. Aber an einem anderen Zeitpunkt. Jetzt wollen wir irgendwie zu Mary. Ohne einen Unfall hervorzurufen. Haben wir da jemanden... Ist da jemand hingefallen wegen uns? So, Gott, was für dreckige Straßen. Aber hier muss irgendwo der Barbier sein. Uiuiuiui. Jetzt direkt hier eine Kutsche entgegen. Und hier ist ja schon der Barbier. Hier können wir sogar unser Pferd anbinden. Hervorragend. Dann machen wir das. Ich hoffe, Isabella turnt jetzt hier nicht im nächsten Innenhof wieder rum. Dann schauen wir mal hier vorbei. Ja, das sieht doch richtig gut aus. Haare schneiden ist unser Begehr. Weiß gar nicht, was ihr habt. Affe hat gar nicht so lange Haare. Stehen ihm sehr gut. Okay, sagt mal, dann machen wir auch gleich nochmal den Bart. So hatten wir das immer. Das ist okay. I say you look ready for a portrait now. Ja, finde ich auch. So, Frisuren wollen wir keine. Wir wollen es einfach nur ein bisschen kürzer haben. Wir haben diese Länge erreicht. Wir wollen zwar nicht übertreiben, aber so ist es okay. So machen wir es mal. Ich glaube, so kann er sich blicken lassen bei Mary. Pomade auf keinen Fall. Ah, suits you. Okay. Dann verlassen wir den Laden wieder. Und, ja. Please, tell your friends about us. Thanks, Mister. Okay, Isabella steht da ganz brav. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. Und dann... Ach, da kommt schon wieder eine Kutsche. Was ist hier los? Wir sind, glaube ich, hier in der Einbahnstraße. Dann wollte ich noch zum Schneider. Wo war der denn? Der war da hinten links. Okay, alles klar. So, wie kommen wir da hoch? Da ist eine Treppe, aber vielleicht an der Seite auch, ne? Wird bestimmt so sein. So, hier parken ein paar Kutschen, da können wir auch Isabella abstellen. Na, bind sie doch mal an. Naja, okay. Dann eben nicht. So, da hinten ist die Treppe. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Dass sie alle so freundlich sind. Okay, da ist eine Wahlrechtskämpferin, aber wir wollen erstmal hier reinschauen. Oh mein Gott, oh, was ist denn hier los? Verdammt! Alter, ich denke, ich spinne. Der hat uns hier Geld geklaut, also... Jetzt reicht's ja wohl nicht mit uns. When I think I've seen everything. Money or your life. You choose. All right. Damn it. You got me. Here. It won't happen again, okay? Just a bit of cash. That's it. Ja, alles klar. So, Schnauze voll. Warum sterben die immer gleich? Das finde ich doof. Man kann doch einmal einer runterhauen, ohne dass sie gleich sterben. Mann. Und da läuten auch gleich schon die Glocken. So, jetzt aber zurück hier zum eigentlichen Anlass hier. Das ist auch ein echtes Babel hier. Was für ein Sündenfuhl. So. Katalog durchblättern. Hä? Können wir das auch anders machen? Können wir uns auch irgendwie einfach vor den Spiegel stellen? Ja, wir machen das mal.
So, ich will eine Weste haben, glaube ich. Das passt irgendwie. Okay, das müsste man jetzt eigentlich mal sehen, wie das aussieht. Ich will das jetzt nicht so... Das ist irgendwie doof. Ich sehe ja die Farbe gar nicht. Paris-Weste, opulente Weste, traditionelle Weste oder Paisley-Weste. Ansehen. Ah, wir können das ansehen. Alles klar, dann gucken wir uns das mal an. Aha. Ja, Leute, das ist doch schon nicht schlecht. People around here come in just for those. Das finde ich gar nicht so schlecht. Diese traditionelle Weste über diesem Hemd, das gefällt mir. Nehmen wir. Für diesen Anlass ist das angemessen, glaube ich. Okay. Und da haben wir unseren Arte. Hinten schwarz. Ja, vorne so Bordeaux-Rot. Okay, Brot. Also, ich glaube, so können wir uns blicken lassen. Alles klar, Leute. Dann sind wir aus dem Schneider gewissermaßen. Und damit beenden wir auch erstmal diese Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir Mary treffen. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen. Bonjour.